Howdy Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiße Edition. Weiter geht es in der Elektrolythöhle. Oh je, yeah, jetzt willkommen zu meinem richtigen Crashkurs über die Herausforderungen des Pokémon-Kampfes und die Probleme, mit denen man als Wanderer klarkommen muss, wenn man ziellos durch die Höhlen irrt. Okay, gerne. Was müssen wir denn erklären? Also, zuerst einmal musst du so richtig schöne, braune, dicke Lederhosen haben. Das sind doch keine Lederhosen. Nein, aber ich bezeichne sie so. Natürlich sind es schlampige Jogginghosen. Okay, und was mache ich dann? Tja, wenn du das hast, dann geht's weiter. Und zwar brauchst du dann Wanderstiefel von der Firma Texession. Ah, Texession kenne ich. Aha, ja, die sind cool. Ja. Wenn du das hast, dann musst du weitermachen und musst dir noch was kaufen. Und was muss ich mir kaufen? Tja, jetzt hör mal gut zu. Du musst dir dann noch was kaufen, das nennt sich Georgs der Shooter atmet. Und warum kaufe ich mir dann Wanderstiefel? Ist mir doch egal, brauchst du auch. Das ist so vermischt und so, was haben wir. Was für ein Ding? Egal. Und dann, wenn du das hast, brauchst du noch ein Schnurrbart. Oh Gott, was ist das für ein fettes Vieh? Okay, und was mache ich mit dem Schnurrbart? Ah, was wohl? Den hast du dann immer dran und dann findest du dich cool. Und was ist, wenn ich jetzt nicht so der Obermacho bin und mich nicht cool finden muss oder nicht möchte? Musst du trotzdem so einen Schnurrbart haben. Okay. Und was brauche ich noch? Da brauchst du auch so einen fashion Wanderhut. Der Wanderhut, der ist voll epic. Epic? Seit wann benutzen Wanderer das Wort epic? Ja, das habe ich von solchen Jugendkids gelernt. Oh ja, Mann. Auf jeden Fall brauchst du so einen Hut und auf dem Hut muss Mr. X stehen. Warum muss da Mr. X stehen? Warum steht da nicht Playmobil oder so? Weiß ich doch nicht, ist doch egal, es ist so Wandertradition. Irgendwie bist du komisch. Nein, bin ich nicht. Okay. Belassen wir es fürs heute, okay? Also für heute ist einfach Schluss. Okay, also der Kampf ist vorbei. Damit bin ich erstmal über den Berg. Okay, geh über den Berg, Kollege. Und lass mich in Ruhe. So, ich muss ganz kurz meinen Kollegen heilen. Was habe ich denn so Schönes? Ich kaufe mir jeden Schrott. Jeden Shit. Aber ich kaufe mir keine Tränke, oder was? Ne, Moment, ich war bestimmt in der falschen Tasche. Kumu-Milch hätte ich da. Heilfeder, Zink, Sonnenblumen, Feuerheiler, Hypertrank, Beleber. Ich kann Supertrank? Doch, habe ich. Zwei Stück habe ich noch. Hier, Kollege Rapid Claw. Okay. Hoch oder runter? Mal gucken, was sich so ergibt. Oh, nee. Komm mit! Die sind irgendwie cool. Und jetzt? Vor uns liegt eine Treppe, die nach unten führt. Dort wartet Team Plasma auf dich. Oh nee, Team Plasma ist hier in der Höhle. Hypertrank. Okay, aber wenn Team Rocket da unten, Team Plasma da unten ist, möchte ich dann zuerst den oberen Bereich erforschen. Und mal gucken, was die Höhle so zu bieten hat. Vielleicht finden wir noch ein paar interessante Pokémon. Wobei das ja eigentlich gar nicht möglich ist, da ich ja mit meinem Schutz herumlaufe. Von daher kann man das vergessen. Oh, den Bereich kann ich gar nicht erforschen. Hätte ich wissen müssen. Aua. Spannungsfelder überall. Und da unten. Kann ich da runter? Sieht interessant aus. Schutz wirkt nicht mehr. Ach, vermaledeit. Ich habe nur noch 8 Stück. So, Tasche wechseln. Wo ist meine Arsche Tasche? Wo versteckt sich immer mein blöder Schutz? Ist den schon wieder übersehen oder was? Ne, da. Hält ja auch nur 200 Schritte, ey. Ich hoffe, dass ich mit den 200 Schritten durch die Höhle komme. Also mit den... Ach, was bist du? Ein Kampfjuwel. Nicht 800 Schritte, ich meine... 200 Schritte. 200 mal 8, also 1600 Schritte insgesamt für die Höhle. Ich weiß nicht, ob das reichen wird. Vor allem bei den vielen Trainern, die mich ständig nerven müssen. Ich liebe Orte, wo meine Inspiration durch kleine Stromstöße geweckt wird. Freak!
Aber es tut gut, so ein Stromschlag. Hey, es kann ins Auge gehen. Irgendwann stirbst du noch. Ach Quatsch. Los, klick. Klick. Da hat's Klick gemacht. Los, Rapid Claw. Rapid Claw, wenn ich bitten darf, Schaufelattacke. Das bringt dir nichts. Wenn du wüsstest. Klick, mach dein komisches Rotomorph platt. Niemals. Tschüss. Bof Chikawawa. Besiegt. Autsch. Heureka. Ach komm. Lass mich in Ruhe. Was haben wir denn hier Feines? Ein Pokéball. Eisen. Eisen, das könnte ich eigentlich Pupsträumer geben. Pupsträumer ist so meine Wall im Team, finde ich. Egal, mache ich jetzt nicht, mache ich ein andermal. Was sind das für zwei Deppen? Das sind zwei Zwillinge. Tach, wir sind die Gebrüder Nugget. Ich bin der Ältere von uns beiden. Und ich bin der Jüngere der Gebrüder Nugget. Schön, dass du hier bist. Ich habe hier was für dich. Ein Nugget. Nicht schlecht, danke, ihr Kollegen Nuggets. Ich habe hier noch was für dich. Schenken mir zwei Nuggets. Das ist ein Nugget. Nutze es weise. Schließlich kommt es von mir und ist daher besser als das von meinem Bruder. Stimmt das? Das ist ein Nugget. Nutze es weise. Schließlich kommt es von mir und ist daher besser als das von meinem Bruder. Ja, ich verstehe. Hier ist ein Psychopath. Wenn du willst, heile ich deine Pokémon, aber nur unter einer Bedingung. Ich möchte nämlich, dass du vorher gegen mich kämpfst. Pokémon heilen klingt immer gut, also da bin ich dabei. Egal, was passiert. Andre! Oh nee, kein Vollikon. Kein Vollidiot. Da habe ich keine Chance mit meinem Rapid Claw. Aber dafür mein Glutpopel. Los geht's, Glutpopel. Du kleines, rotes, popeliges Etwas. Jum, 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 Fadenschuss. Okay, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Feuerschlag. Ach komm. Das ist doch pure Zeitverschwendung. Glutpopel, Feuerschlag. Bringt dir nichts. Ha, das ist nicht sehr effektiv. Boom. Boom, chakalaka, boom. Wie bitte? Mein Pokémon hat den Kürzeren gezogen. Ja, tschüss. Na schön, dann werde ich jetzt wie versprochen dein Pokémon-Team heilen. Dum, dum, chukurukudum. Danke. Ein Doktor ist kein Weg zu weit, wenn es darum geht, einen Patienten zu heilen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Das ist immer so ein. Dieses Orientierungsproblem, das ich habe. Soll ich zuerst dahin gehen oder dahin? Wo lohnt es sich eher? Hier bin ich irgendwo draußen. Keine Ahnung, wo ich da ankomme. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, kacke. Ach, Superschutz. Nein, nicht Herzschuppe. Ich habe gesagt einmal. So. Kurz gucken, was mein Itemradar sagt. KP Plus. Okay, dann gehen wir mal runter. Oh. Nein, ich wollte kein Pokémon, ich wollte ein Item. Ah, Rotomorph. Rapid Claw, du bist cooler. Aber wir haben jetzt keine Lust zu kämpfen. Auch wenn das vielleicht ein netter Typ für dich wäre, da du ja weiblich warst und der Gegner männlich. Aber sei es drum. Halten wir Team
jetzt wollte ich schon fast Galaxy sagen, Team Galaktik. Nee, halten wir Team Plasma auf. Oh, da liegt ein Pokéball. Timerball. Timerball gefundet. Da ist wahrscheinlich nichts mehr. Du bist nicht aus eigenem Willen hier. Jemand hat dich manipuliert. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir auch das Geheimnis, wer das war. Ja, das waren doch diese komischen drei, ja, diese Naruto-Kämpfer, stimmt's? Ha! Tja, das sage ich dir erst nach dem Kampf. Ich verrate nichts. Los, Genoville! Show me you, Genoville! Okay, Rappelclaw. Eigentlich ist es dieses Zitat, dieser Spruch, Show me you, Genoville, mittlerweile irgendwie, finde ich persönlich, für mich persönlich, das hat irgendwie Kultstatus erreicht. Eigentlich sollte man ein T-Shirt designen mit dem Spruch. Ich glaube, das mache ich mal. So eine Shopseite mit T-Shirts, habe ich ja schon mal irgendwo angekündigt. Und da bringe ich ja meine Kultsprüche rein, wie zum Beispiel, ich verkauf dich, oder weiß was ich, oder was habe ich noch für Sprüche? Ja, oder Show me your Genoville. Wobei, ist Genoville ein geschützter Name? Ganoville? Wenn ja, dann würde ich den einfach ein bisschen anders schreiben. Genoville, irgendwie ganz komisch. Ja. Muss ich auf jeden Fall mal machen. Ein Kuckmarda. Da sage ich nicht nein, da kämpfe ich weiter. Diesmal kriegst du das aber richtig mit mir zu tun. Steinhagel. Wow, da hat's überlebt. Aber musste zurückschrecken. Da Steinhagel nicht immer trifft, werde ich mal Schlitz einsetzen. Und hoffen, dass es... Ah, nicht ganz. Oh, Superzahn ist böse. Hätte ich doch lieber Steinhagel versucht. Egal. Besiegt ist besiegt. Und notfalls könnte ich zum Doktor nach hinten rennen. Der mich dann kurz heilen wird. Ha, die konnte ich nur verlieren. Tja, Pech. Oh, oh. Nanu, Rapidclaw entwickelt sich. Also, wir müssen nicht großartig gespannt drauf sein, wie sich die Entwicklung jetzt... wie sich Rapidclaw entwickeln wird, da wir die Entwicklung bereits vor 4-5 Folgen gesehen haben. Dennoch, ein sehr schöner Moment. Rapidclaw wird zu einem Mega Rapidclaw. Stalobor. Nicht schlecht. Hornbohrer. Boah. Was für eine doofe Attacke. Keine K.O.-Attacken. Das ist langweilig mit K.O.-Attacken. Oh, ich sehe gerade, wir müssen gleich einen Cut machen. Deswegen werde ich wahrscheinlich mitten im Kampf jetzt einen Schnitt machen. Wenn ich dich besiege, werde ich dein Pokémon die Freiheit schenken. Ja, ja, wer es glaubt. Ach so, ja, ja, stimmt, stimmt, du hast recht. Das macht ihr ja für gewöhnlich. Aber nee, musst du nicht. Zurokox wird ins Spiel gerufen. Rapid Claw. In einem ganz neuen Format. Hat irgendwie so eine Beule, so eine Kapuze. Egal. Steinhagel. Mach kurz einen Prozess. Oh, oh, Stein hat nicht so eine Wirkung. Wusste ich nicht. Wow. Mal gucken, wie viel Schlitze abzieht. Und ich muss einen Cut machen. Ah, schade. Rappelclaw geht leider flöten. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann.